Kammer 4, unter Druck. Ja, mal schauen, was uns jetzt erwartet. Übrigens, herzlich willkommen zurück. Bleiben bei unserer Standard-Klon-Einheit. Ich weiß nicht, wie wir den nennen sollen. Sollen wir die PTIS oder PTIS oder PTs nennen? Keine Ahnung. Schreibt's in die Kommentare. Test starten. Die Mucke macht auch ganz schön Bock. Ah, Schalter, yay. Aber hier kommen bestimmt noch ganz krasse Spiele mit Licht und Schatten, wenn wir die Schalter hier bedienen können. Seht ihr, das Licht von oben reinfällt? Und da steht irgendwas drauf. Mal schauen. Na! Drücken. Mir gefallen die Texteinblendungen, die sind wirklich cool gemacht. Das Ding grinst, wenn wir da stehen. Genial, mir gefallen so die kleinen Spielereien, das ist nett gemacht. Festhalten, festhalten. Ist weggelaufen. Gut, mir gefällt, dass du dich fügst. Wer hat das geschrieben? Was kommt jetzt? Ei! Das macht jeder, stand da. Okay. Wir sind wahrscheinlich nur im Öl, im Schatten geschützt. Und im Licht gehen wir jetzt generell drauf. Also sind die Kameras doch nicht mehr so nett, wie wir uns das mal gedacht haben. Sieh zu und lerne. Hab ich, weil der Schalter ist ein bisschen mies. Hä, wieso sterbe ich denn nicht? Okay, cool. Oh, okay, zu spät gemerkt. Einfach mal ein bisschen weniger auf dem Schalter stehen bleiben. Wow. Hoffentlich kommen nicht noch mehr von diesen verschiebbaren Wänden. Das ist ein bisschen brutal, muss ich sagen. Na dann wollen wir mal. Das Terminal ist gehackt. Immer schön mit so einem Häkchen versehen. Ah. Cool, wie sich das Level so langsam aufdeckt. Das gefällt mir auch sehr. Und das ist so ein bisschen wie der Companion Cube aus Portal. Der freut sich auch, wenn wir dabei sind. Wir haben ja hier keine menschlichen oder Klon-Mitstreiter. Wir sind ja hier ganz alleine. Und wenn diese Teile ab und zu da sind, die uns dann anlächeln, wenn wir da sind, finde ich ganz nett. Yay. Testkammer abgeschlossen. Wir haben 2 Tode erlebt, haben wieder gut fast 3 Minuten wahrscheinlich, haben uns einmal entdecken lassen, haben Rang B und damit haben wir diese Testkammer auch geschafft. Bis zur nächsten Kammer, Leute. Ciao!